Annika, Gratulation zur Silbermedaille. Im Finale hast du aufgegeben und hast dir den Arm gehalten. Was war da los? Ich habe mich dummerweise abgestürzt bei ihrem tiefen Seonage und dann habe ich Schmerzen gehabt und habe mich so erschrocken, dass ich erstmal abklopfen musste, erstmal gucken musste, was ist. Und also ich hatte da schon mal eine Verletzung und ich glaube, es ist nicht so schlimm, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Bist du jetzt traurig drüber oder freust du dich über die Silbermedaille? Ich freue mich riesig über die Silbermedaille. So, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Wenn man im Finale ist, möchte man natürlich gewinnen und ich ärgere mich einfach, dass ich nicht zeigen konnte, was ich kann im Finale. Das ärgert mich ein bisschen und dass ich vielleicht noch hätte weiterkämpfen können, aber vielleicht, also es war ein Reflex, vielleicht sollte es einfach so sein. Du hast letztes Jahr bei den Kadetten-Europameisterschaften den 3. Platz belegt und jetzt in deinem 1. Jahr bei den Junioren sofort die Silbermedaille. Hast du damit gerechnet? Überhaupt nicht. Ich bin hierher gefahren und wollte eigentlich nur wieder mal die Älteren ein bisschen ärgern, ein bisschen stänkern, gucken, wie weit ich komme von Kampf zu Kampf, denken. Aber damit habe ich am Anfang des Tages, als ich morgen aufgewacht bin, überhaupt nicht gerechnet. Du hast in diesem Jahr schon ganz tolle Ergebnisse erreicht. Du hast in Prag den 1. gemacht und in Berlin Silber. Das war schon so eine Tendenz zu erkennen. Hast du mit einer Medaille geliebäugelt? Schon. Also wenn man hier teilnimmt, möchte man natürlich unbedingt eine Medaille haben. Ich habe gedacht, wenn ich einen guten Tag habe, dass ich schon mit um die Medaillen kämpfen kann. Aber es waren wenige Teilnehmer, aber die da waren, die sind echt nicht ohne. Und deswegen habe ich eigentlich schon damit geliebäugelt, aber wirklich gedacht, dass ich jetzt hier auf dem Podest stehe, hätte ich nicht. Der 1. Kampf war ziemlich tough. Du hast mit dem Vazari zurückgelegen, bist dann noch in die Festhalte gekommen und dann hast du selber noch eine Festhalte gemacht. Wie war das genau? Ich weiß auch nicht richtig, was da los war. Aber es ging so schnell. Auf einmal, ich hatte sie in der Festhalte, dann hat sie mich rumgedreht und ich muss sagen, ich lag noch niemals in einer Festhalte im Wettkampf. Da musste ich erstmal kurz, und dann musste ich mich kurz sammeln und dann habe ich es noch gedreht bekommen und dann habe ich sie zum Glück noch eine Minute vor Schluss mit einer Festhalte erwischt. Es war ein ganz schönes Hin und Her. Was können wir von dir noch in diesem Jahr erwarten? Stehen noch Turniere an oder was passiert genau? Also meine Saison ist jetzt erstmal beendet mit diesem Wettkampf. Bei der Weltmeisterschaft werde ich nicht teilnehmen, da drücke ich aber meiner Teamkollegin Seya alle Daumen, die ich habe. Und ansonsten geht es damit weiter, sich aufs nächste Jahr vorzubereiten. Da wünsche ich mir viel Erfolg und danke fürs Interview.